Ja Leute, hier habe ich euch jetzt mal die wirklich interessante Waffe, den Condi Prime, mitgebracht. Die Waffe ist aus mehreren Gründen interessant. Zum einen hat sie eine 5er Disposition mit, ich glaube, einem 1,41-fachen Multiplikator, was bedeutet, die Rivens sind schon extrem stark für diese Waffe. Und zum anderen, wenn wir sie mit der normalen Nincondi vergleichen, ist sie mindestens in jedem Bereich genauso gut, wenn nicht sogar deutlich dominierend. Das Ganze beziehe ich auch hier unten auf den Schaden, weil auch wenn wir jetzt weniger Elektroschaden machen, deutlich weniger, haben wir auf einmal Einschlags-, Durchschlags- und Schnittschaden. Das bedeutet, wir haben jetzt vier Grundtypen oder vier verschiedene Schadensarten drauf anstelle von nur einem. Und gerade in Kombination mit dieser Statuschance, da kann die Waffe mit Zustandsüberladung richtig reinhauen. Für die, die nicht wissen, wie Zustandsüberladung funktioniert. Zustandsüberladung gibt uns einen Bonus auf unseren Schaden in Höhe von 1,6, also 60% hoch N, wobei das N der Anzahl der Statuseffekte entspricht. Das bedeutet, bei dieser Waffe hätten wir jetzt vier verschiedene Statuseffekte, was bedeutet, wir können unter optimalen Umständen unseren maximalen unseren Schaden mal 1,6 hoch 4 rechnen. Und da kommen wirklich perverse Werte raus. Wenn man dann noch überlegt, dass wir hier im Red Crit-Bereich drin sind, bei einem, glaube ich, zweifachen Multiplikator, die Waffe kann schon ordentlich treffen. Zu den allgemeinen Stats, Angriffsgeschwindigkeit 1,0, normalerweise total ausreichend, aber ich muss sagen, bei dieser Waffe wirklich grenzwertig. Also, man kann es machen, aber es ist doch schon sehr lahm. Wenn man mit Arcanas spielt, absolut überhaupt kein Problem. Aber ohne Arcanas, müsst ihr halt ausprobieren. Dann haben wir eine Crit-Chance von 22%, 2,4-facher Multiplikator, Statuschance 36%, 13 Einschlagsschaden, 6 Durchschlag, 11 Schnitt und 24 Elektroschaden. Ich habe jetzt für euch einen Bild vorbereitet, bei dem man aber doch ein paar Mods ersetzen kann, beziehungsweise noch ordentlich was an Handlungsspielraum hat. Zuallererst habe ich dieses Mal zwei Opfermods drin. Wenn ich nur einen drin hätte, hätte ich anstelle von 46,2% nur 41,4%, was bedeutet fast 5% weniger Crit-Chance. In Kombination mit Blutrausch kann das auf lange Zeit was ausmachen, aber es hängt halt davon ab, wie lange und wie weit ihr spielen wollt. Das bedeutet, es ist jetzt nicht dramatisch, wenn ihr es nicht reinmacht, aber ihr müsst es halt in Relation sehen zu dem maximalen Combo-Counter, den ihr erreichen könnt. Da man die Nincondi normalerweise jetzt nicht mit einem ultra hohen Combo-Counter spielt, kann man da auch gerne drauf verzichten und stattdessen Prime-Druckpunkt reinmachen. Und da sehen wir, wir haben halt die niedrigere Crit-Chance, dafür aber deutlich höhere normale Damage-Werte. Was man jetzt nicht vergessen darf, die höhere Crit-Chance ist erst ab dem Moment relevant, in dem man wirklich vermehrt in einen noch höheren Crit-Bereich reinkommt. Das bedeutet, im gesamten Bereich davor macht sich der mehr Damage doch stärker bemerkbar. Also das müsst ihr dann wirklich selbstständig gegeneinander abwägen. Dann habe ich drin ansteckende Plage, wodurch sich mein Initial-Elektroschaden zu Korrosionsschaden verbindet, was meiner Meinung nach einer der besten Schadenstypen überhaupt in diesem Spiel ist. Alternativ könntet ihr dann halt den Hitzemod reinmachen für Strahlungsschaden, für die Leute, die das mögen. Ist halt alles Geschmackssache. Oder ihr könntet dann zum Beispiel zwei komplett andere Elementarmods reinmachen, wie als kleines Beispiel jetzt ansteckende Plage und vulkanische Schneide. Dadurch hätten wir jetzt Elektro, Gas, Schnitt, Durchschlag und Einschlag. Das bedeutet fünf verschiedene Elementareffekte, die auf dem Gegner brocken können. Also macht alles irgendwo Sinn, hängt halt davon ab, auch gegen welche Gegner ihr spielt und ob die Gegner Rüstung haben oder nicht. So, was habe ich weiterhin drin? Ausweiter dürfte ziemlich klar sein, Zustandsüberladung habe ich eben bereits erklärt, trifft eine Berührung für die Statuschance und die Kombodauer, Blutrausch für den Crit-Multiplikator, Prime-Druckpunkt, halt eben, wenn man nicht den anderen Opfermod drin hat. Und der letzte Mod ist jetzt wirklich sehr flexibel, beziehungsweise der Mod auch. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Zum einen kann ich zum Beispiel den reinmachen, damit ich diese Statuschance habe. Ansonsten hätte ich gerade mal 50,4%.
Und Berserker habe ich halt drin, weil die Waffe sehr langsam ist. Alternativ kann man zum Beispiel überlegen, noch den Gladiator Macht reinzumachen. Gerade wenn man mit einem Arcana spielt, das unseren Attack Speed erhöht. Weil dadurch hätten wir jetzt einen Crit-Multiplikator von 6. Oder, was man auch überlegen könnte, wäre jetzt den Primed Fieberschlag-Mod reinzumachen, wobei man dann eine Strichpolarität benötigt. Wie ihr gerade schon seht, haben wir eigentlich fast nur V-Mods drin, was bedeutet, wir sind dann auf diesen einen Bild relativ festgelegt. Oder wir setzen hier oben ansteckende Plage durch Primed Fieberschlag. Also wir können Gladiator Macht oder ansteckende Plage durch den Mod ersetzen, wobei wir hier dann halt eben das Malus in der Statuschance akzeptieren müssen. Ich bin der Meinung, dass gerade wenn wir nicht mit Arcanas spielen, Berserker die beste Wahl ist, weil viele der Statuseffekte hier haben eine kurze Dauer. Das bedeutet, wir treffen den Gegner, während die Effekte noch aktiv sind, öfters und machen dadurch mehr Schaden, als wenn unser Schaden permanent etwas höher ist. Müsst ihr aber auch selbst rausfinden. Also ich persönlich würde ganz klar zu diesem Bild tendieren, beziehungsweise zu dem anderen Bild, bei dem ich den anderen Opfermod drin habe. Aber das ist auch wieder absolute Geschmackssache. Als Combo machen wir immer die Block-Combo und das Ganze möchte ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Gut, ich würde sagen, wir fangen erstmal ohne Arcanas. Habe ich jetzt Berserker drin? Wir fangen erstmal ohne Arcanas an. Und als erstes mal gegen schwere Kanoniere, Gegnerlevel 165 und danach gegen eine gemischte Gegnerpalette. Ich habe die KI jetzt nicht pausiert. Blocke. Und wir sehen die ersten Red Crits bei einem zweifachen Multiplikator. Bei 2,5 haben wir fast nur noch Red Crits und bei 3 nur noch. Und ihr seht es, mit ein paar Schlägen sind die am Boden. Das ist halt der Vorteil von Berserker. Nämlich, wir brauchen nur minimal mehr Schläge, als wenn wir den Crit-Mod drin haben. Aber dafür sind wir schneller, weil wir öfters zuschlagen. Als direktes Beispiel, jetzt gerade haben wir ...145 Treffer benötigt. Also, wenn ich jetzt den Crit-Mod drin gehabt hätte, hätte ich um die 110 Treffer gebraucht. Das heißt, es ist schon ein kleiner Unterschied, aber wir sind halt deutlich schneller. Jetzt zeige ich euch das Ganze mit Arcana und mit Crit Mod. Als Arcana habe ich jetzt hier plus Angriffsgeschwindigkeit drin und plus Nahkampfschaden. Sollte ein sehr schönes Ergebnis werden. Hundert Treffer, akzeptable Zeit, akzeptabler Attack Speed, kann man wirklich nichts dagegen sagen. Dann jetzt das Ganze mit einer gemischten Gegnerpalette. Wieder einmal mit Arcana und dann ohne Arcana. Kanonier, Bombarde, Moor, Flechter, Sturmsoldat und Besatzungsmitglied. Immer wieder schade, dass ich nicht die KI pausieren kann, ohne den Wolken vergessen. Egal. Ohne den Stealth-Multiplikator zu bekommen, aber wie ihr seht, gerade durch die normalen Gegner schnetzel ich mich durch. Und selbst hier die Bombarde, die gegen Strahlungsschaden anfällig ist, fällt auch sehr, sehr schnell um. Der einzige, der etwas länger durchhält, ist jetzt hier der Kanonier. Aber auch der fällt sehr schnell. Das bedeutet, mit der Waffe kann man doch sehr, sehr, sehr solide spielen. Dann das Ganze jetzt einmal noch ohne Arcanas. Mache ich auch wieder Berserker rein.
Weil ich gestehen muss, Berserker ist mir schon fast eine Nummer zu schnell. Das bedeutet, anstelle von Berserker kann man auch überlegen, Primed Raserei reinzumachen. Und dadurch haben wir dann anstelle von 75% nur 55% Angriffsgeschwindigkeitsbonus. Ansonsten könnte man auch noch überlegen, den Gladiator Laster reinzumachen mit nur 30%. Dafür aber nochmal plus 15% kritische Chance Bonus. Das ist auch halt der Vorteil, wenn wir den Gladiator Macht drin haben. Einfach da wird dann unser Combo-Counter noch stärker oder unsere Crit-Chance noch stärker durch den Combo-Counter gebufft. Aber ich zeig's euch jetzt nochmal mit Berserker, damit es zum Test von eben nochmal etwas gleicher ist. Doch mal den Gegner treffen. Ich glaube, der Kanonier fehlt noch oder habe ich den auch erwischt? Nee. Oh. War jetzt. Ah, wobei, das war nur ein Heavy Gunner. Das heißt, die 106 Treffer absolut in Ordnung. Alles in allem muss ich wirklich sagen, die Waffe hier ist mehr als grundsolide. Aber, naja, niedrige Reichweite. Wir haben bessere Waffen als Fun-Waffe absolut zu gebrauchen. Aber wenn man ernsthaft spielen möchte, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal gerade noch ohne den Berserker-Mod und ohne Arcana. Einfach nur, damit ihr seht, was ich meinte mit die Waffe ist grenzwertig langsam. Ich denke, hier kann man es relativ gut sehen. Der Damage, den ich mache, der ist wirklich pervers, aber der Attack Speed auch. Das heißt, wenn wir nicht gerade mit einem harten Tank Frame spielen, ja, man kann ziemlich einfach sterben, während man die Waffe so benutzt. Und was sehen wir? Eben haben wir 106 Treffer benötigt, jetzt 82. Also, wir brauchen zwar weniger Schläge, aber dafür sind wir deutlich weniger mobil, sind langsamer. Ich kann es euch eigentlich schon nicht empfehlen. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.